Ja gut, die gestrige Unentschieden gegen Ingolstadt war für mich ein positiver Schritt nach vorne. Habe jetzt auch die Entlassung von Armin Fee, kann man vielleicht ja, etwas nachvollziehen. Wobei ich sage, sie haben gestern oder auch in den ganzen Spielen immer wieder bewiesen und auch die Moral gezeigt, dass sie immer wieder zurückgekommen sind. Aber dass der Verein halt irgendwann reagiert. Okay, die Lage, sie ist nicht aussichtslos. Also man ist auf einem Relegationsplatz, man hat positive Dinge, dass die Mannschaft sich nicht hängen lässt, dass die Mannschaft immer wieder auch zurückkommt, ja, auch einmal 0-1, man hätte genauso gut auch einbrechen können und keine Torchancen mehr rausspielen können, so wie heute zum Beispiel jetzt Lukas Waldschmidt, der jetzt hier glücklicherweise das Mittwoch hat, eine Halbzeit gespielt und hat für meine Augen sehr gute Ansätze gehabt. Man hätte natürlich, klar, das ein oder andere Ding hätte er vielleicht machen können, machen müssen, aber bei so einem jungen Spieler kann man, glaube ich, jetzt auch nicht erwarten, dass jedes Ding gleich reingeht. Hat auch ein bisschen die Spielpraxis gefehlt für sowas dann auch, ja. Von daher, wie gesagt, sehe ich das nicht so dramatisch wie vielleicht der ein oder andere jetzt hier momentan.